Unterhaltung, RTL-Programmgestaltung. Das war jetzt auf Kevin RTL. Ich hab doch schon eine. Kauf dir eine zweite. Wofür? Ja. Weiß ich nicht, weil du Geld hast. Fröhne dich am Kapitalismus. Nee, kauf danke. Ich. Was willst du mit der Wii? Ja. Weiß ich nicht. Doch die Wii U, die ist voll gut. Oh ja, das ist eine gute Idee. Die Wii U ist die Konsole für die Versager. Hey, ich habe eine Wii U. Ja, dann bist du auch ein Versager, du Versager. Ja, aber Twilight Princess HD, Mann. Ja, okay, oh, da hat er einen Punkt erwischt, das stimmt. Ist das nicht auf der Switch? Nee. Okay, allein für die HD-Version von Twilight Princess lohnt sich die Wii U. Kauft sie euch, Kinder. Und auch Wind Waker HD, mein Freund. Ja, Wind Waker HD ist auch gut. Ja, bitte kauft es euch. Übrigens, auch Breath of the Wild gibt's für Wii U. Wer braucht schon eine Switch, wenn du eine Wii U haben kannst? Ja, Mann, ja, Mann. Zelda Brot der Wildnis. Das Ding ist ein bisschen verstaubt, aber... Wildnis? Brot der Wildnis. Ah, ich hab mir meinen Fuß angehauen. Oh, wieso ist da eigentlich so ein leckerer Krabbenburger? Ja, das hat die eine Seite da auf Facebook gepostet. Und da habe ich mir direkt gedacht, okay, ich muss mir jetzt dieses Bild runterziehen, damit ich immer das Bild vom Krabbenburger habe. Ich verstehe. Das schmeckt irgendwie. Oh, ich hätte richtig Bock mal auf einen Krabbenburger. Sieht richtig gut aus. Ja, da sind sogar Zwiebeln drauf, ey. Aber ja. Gut, gut. Ich werde nun gehen. Also Daniel, versage nicht, weil wenn du versagst, bist du ein Versager. Aber wenn du jedes Mal wieder aufstehst, dann bist du ein Gewinner. Und du willst natürlich ein Gewinner sein. Ja, Mann, bis jetzt bin ich tausendmal gestorben, aber ich habe noch nicht ein einziges Mal geschrien. Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Das macht deinen Gewinner aus. Ja. Aber er ist doch immer ein Versager, oder? Solange er versagt und sich niemals bessert, ja. Aber er hätte sie fast besiegt, er war schon nah dran, Claudio. Schon ganz nah. Dran. Aber er hat dennoch versagt, also ist ein versagender Versager. Ja, der Boss hat halt einfach zu viel Power. Ja. Er hat mir ein bisschen zu viel Leben, ja. Schon eine Power! Du musst die Vitalität von ihm rausprügeln, verstehst du? Diese Vitalität. Momentchen, ich habe eine Idee. Oh, upsie. Nein, ich will keinen Yu-Gi-Oh! Gucken. Fucking Scheißdreck. Mach keine Dinge kaputt. Doch. So. Ich lese dir nun Weisheiten vor. Also hier. Blitz getroffen wurde. Meine tägliche Weisheit ist diese. Jeder sollte einen Schnurrbart tragen, Mann. Außer Mädchen, das sieht komisch aus. Das existiert. Und genauso wie wer im weißen T-Shirt Spaghetti isst, ist selber schuld, Mann. Aber warum ist da dieses Mann dahinter? Ja, ich weiß nicht, Mann. Aber ja, da ist halt immer dieses Mann dahinter. Ich lese es halt nur vor. Ach so, du liest es nur vor, das ist gar nicht der. Nee, ist gar nicht von mir, nee. Nee, er liest es nur vor. Hast du nicht zugehört? Genauso wie hier, die Regeln der Physik kann keiner brechen, Mann. Da haben die Physiker was dagegen. Wie ist das mit Philosophie? Ja, dazu kann ich dir nur sagen, mein genereller Tipp für alle Lebenslagen, lass dich nicht stressen, Mann. Okay, verstehe. Ja. Und ja, ich sag dir eins, das ist ganz wichtig. Was denn? Ja, also die Attacke ist noch nicht so ganz dumm. Ein Telefon einfach mal ungeachtet klingeln lassen, das nenne ich mal Rebellion, Mann. Das ist schon heftig, Alter, das mache ich immer auf der Arbeit. Ja klar, aber weißt du, auch eine goldene Schaufel ist nutzlos, wenn man eine Schraube eindrehen will, Mann. Weißt du, Daniel, wir werden dir so lange nicht helfen, bis du die erste Phase mal geschafft hast. Sobald du sie einmal geschafft hast, helfen wir, die erste Phase zu bekämpfen. Das ist toll. Ja, Mann. Also du schaffst natürlich alles in einem, dann helfen wir gar nie. Gar nie? Da müssen wir gar nicht mehr helfen, weil wir wissen, dass du das Spiel ohne uns auch durchspielen kannst. Aber Daniel, jetzt gerade passt dieser Spruch sehr gut auf deine Situation. Sorg dich nicht, was andere von dir denken. Die meisten denken sowieso nur an sich selbst, Mann. Ja, ich denke nicht. Manche denken überhaupt nicht, das ist aber auch okay. Denn das macht schließlich einen Gewinner aus. Einfach machen und nicht denken. Schieß. So wie Hitler. Okay, nein. Aber der hat schon irgendwie verloren.
nicht? Ja, aber er hat es immerhin versucht. Ich kann euch nicht rufen, warum auch immer. Jetzt bist du auf dich allein gestellt, Mann. Okay, ich gehe jetzt. Tschüss. Tschüss. Ui. Ja, wieso kann ich euch nicht rufen? Hast du vergessen, der Blut zu fressen? Nee, ich kann euch ja sehen, aber das Rufsymbol ist ausgegraut. Also steht Rufsymbol berühren, aber es ist ausgegraut. Es ist nicht hell. Vielleicht habe ich euch jetzt so oft geholt, dass das Spiel sagt, nee, du hast jetzt so oft Leute hintereinander geholt, das gibt keinen. Ah nee, warte, jetzt geht's wieder. Du wirst in eine andere Welt beschworen. Was? In welche Welt? Was? Wo? Ja. Keine Ahnung, da warst du heute noch gar nicht in dieser Welt, wo du jetzt reinbeschworen wirst. Über dich. Rise in the name of Sigma. Sigma. My child. Ah, fight like no. A spider. No, Gruber. This is why you were expelled from the army. Oh. You only fought for the payday, not for your brothers. Now you shall starve. Like your brothers. Ah. Kasat, Kasat. Ein Hebel. Ich hab mich in den Netzen. Ah, ich hab mich in den Netzen. Ich habe nichts mehr. Oh, ein Wolfsäufer versteckt. Ich lerne einen Tunnel reinkennen. Yeah. Die Rolle, Kevin. Welche Rolle, Alter? Die du gerade gemacht hast, die als sie sich ankam. Quentin Tarantino in diesem einen Film letztens? Saufen! Oh! Gut dann. Es ist nicht cheaten, wenn sie in unsere Richtung springt. Also es ist zwar fast auf einen Schädel gesprungen, aber das kann nicht passieren. No, leave him alone! Leave him alone! I will pust at you! I need to protect the tree! Leave him alone! Ist sie überhaupt vorwärts? Nein, sie steht da. Oh, scheiße, ich glaube, ich setze jetzt mich. Ich glaube, sie mag den Baum nicht. Und da ich der Protector of the Tree bin, wollte sie mich gerade angreifen. Pass auf, Inhell. Und rollen! Das war jetzt echt gemein, das hättest du schon. Ja, kommst du schon wieder? Pass auf! Ah! I have a fuck. Ja, der fährt ein bisschen. Springt wieder auf meinen Schädel drauf. Hä, die war doch hier, oder? Ja. Heißt das, dass ich ein Cheater bin? Nein, sie springt nur in deine Richtung. Keine Ausdauer mehr. Vielleicht macht sie es dann einfach, wer weiß das schon, ich weiß es nicht. Ja, die springt wieder. Das ist jetzt ist wieder hier. Ach komm schon. Da. Hast du sie nicht gesehen? Nee. Nee, sie war genau in dem Patze. Ist sie gelandet. Oh, ich dachte, es wäre dann auch für Daniel aufgedeckt, okay. Bist du doch nicht? Nein, er hat sie nicht gesehen. Ist er jetzt hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Ach du. Ach, fuck. Ja, du lebst noch. Ja! Ich hab da nur eine Fackel! Leave me alone! Ah!
Warum ich? Oh Gott. Ich hab da nur eine Fackel. Leave me alone. Sie ist wieder zum Posten in der Rennlehre. Okay. Ich vergesse das mit den schweren Attacken lieber, die gehen irgendwie immer daneben. Ja, das musst du auch gar nicht. Das ist da. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, sie hat irgendwas gegen meine Fackel. Hat Angst vor ihr, was ist ja alles und. Ja, aber ich muss doch für die Fotos und diese das bauen. Gott sei Dank habt ihr sie die ganze Zeit abgelenkt, sonst hätte ich wahrscheinlich... Phase 1! Ja, ich bin einfach da gesessen und... Ich hab gar nichts gemacht, ich hab nur eine Fackel gehalten! So, Dani, jetzt geht's weiter. Kannst du auch überspringen. Kann ich, Alter. Jetzt kannst du sie noch besiegen. Kein Problem, ich hab ja noch 3 Estus. Das schaffst du. Ja, also, machbar. Die Phase ist jetzt die nächste, die du besiegen musst. Wir helfen dir mit den anderen. Er ist tot. Schnell. Fast. Das ging ganz gut. Ja. Die Phase habe ich unter Kontrolle. Ich glaube, das ist leichter. Gott, ich komme gleich wieder. Ja, Mann. Ich muss aufs Klo, Mann. Und so. Ja, wollen wir eine kurze Pause machen? Ja, ihr könnt auch eine Pause machen oder du kannst es da dir zugucken. Wie ihr möchtet. Mir ist es egal. Daniel? Ja gut, jetzt habe ich hier die Glut aktiviert, dann komm halt. Ja. Halb 7. Kein Problem. Ich brauche heute nichts zu essen. Nächsten Sonntag gibt's dann das ganze zweite DLC. So, dann versuchen wir mal. Ich weiß ja auch nicht mehr, ob ich... Ich hab doch schon so lange kein Dark Souls mehr gespielt, wenn ich sonst hab. Warum mache ich hier keinen Schaden? Weiß ich nicht. Okay, du machst ja so viel mehr Schaden als ich mit einem Schlag. Das ist eine verdammt schwere Waffe. Ja. Lass mich einfach. Ach, du bist doch so. Du bringst dich nur selbst in Gefahr. Gott, ich treff's. Ja, hier. Ja, ich hab vielleicht das Rollen nicht mehr drauf mit dem Timing. Oh, aber krass, ich mach da ja viel mehr Schaden, wenn ihr weg seid. Ich mach da ja so viel mehr Schaden, wenn ihr weg seid, meine Fresse. Jetzt natürlich doof, da habe ich genau im falschen Moment die Deckung. Komm. Okay, erste Phase ist geschafft. Okay, die zweite werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Ich weiß nämlich noch nicht so ganz, was ich mit dem großen Mann anfangen soll, weil der nervt irgendwie total. Hast du schon hinkriegen?
Kann ich denn durchs Feuer laufen wenigstens? Ein Schatz. Der Thron klebt ja noch an dem Hintern von dem Typen. Das ist natürlich genau, ja. Also die zweite Phase, die schaffe ich auf jeden Fall, wenn ihr noch dabei seid. Das ist gar kein Problem. Das ist ja voll easy, ey. Bist du gestorben? Natürlich. Aber hey, ich hatte schon ein Drittel ungefähr vom Leben weg. Ja, nimmt dann einiges mehr Schaden als hier. Aber gut, dann machen wir jetzt gerade, aber warte mal, ich muss dann dem Schaden zufügen? Was? Okay, ich habe jetzt nur die Frau angegriffen, tatsächlich. Ah, es nehmen beide Schaden. Also ich weiß es nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, es vielleicht noch eine Frau. Vielleicht lässt es sich auch einfach nur erleichtern. Und wenn man einen besiegt, ist der andere auch tot, oder was? Ja. Oh, okay. Vielleicht sollte ich dann lieber den großen, fetten Gegner angreifen, anstatt den kleinen, wendigen. Aber wir machen erstmal einen kurzen Cut. Jo.